So, hallo, wir machen weiter. Beim Super, nicht beim, sondern bei Super Mario Travelers, die finale Demo, Part 3 der finalen Demo. Und ich gucke erstmal, ob hier die File funktioniert. Ansonsten habe ich mein Save State. Das passt aber wunderbar. Genau da waren wir. Den Level haben wir noch abgeschlossen und können jetzt in die River of, in die, in den River of Living Trees gehen, wobei wir da wahrscheinlich nicht reingehen sollten, denn das sieht doch sehr giftig aus. Und die lebenden Bäume sind so lebendig, dass sie rauf und runter gehen. Ich verstehe das Level-Konzept schon mal. So. Oh, Metroid-Musik. Passt an sich aber ganz gut dazu, zu dem Level. Auch wenn man sie jetzt schon sehr oft gehört hat. Aber. Aber die hat tatsächlich was Passendes hier in dem Fall. Muss man zugeben. Oh, was tue ich? Das sollte ich nicht tun. So. Also ich muss immer aufpassen. Die auf der Höhe sind, wo jetzt der Goomba draufläuft, der ein Koopa ist. Da kann ich problemlos drauf. Alles andere, was niedriger ist als das, ist schlecht. Das sah eigentlich jetzt wie Dornen aus, die wehtun. Aber dann hätte man. Dann wäre man hier nicht durchgekommen. Insofern ist das schon richtig, dass es das ist. Ich wette, hier gibt es jetzt gleich meinen ersten. Nee, gibt es nicht. Okay. Orb wollte ich sagen. Okay. Blume. Jawohl. Ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass der Orb sich hoch und runter bewegen kann, weil die Münzen ja auch nicht sich bewegen. Es bewegt sich nur der Baum. Wobei er trotzdem irgendwie mal von oben runterkommen könnte oder sowas, das weiß man nicht. Möglich wäre es. Kann ja sein, dass die Orbs das hier drauf haben. So. Bisher habe ich keinen einzigen. Und wir sind schon ganz schön im Level drin. Okay, hier ist er. Da ist mein Orb. Okay, er bewegt sich nicht. Das heißt, ich muss jetzt einfach runter. So, und jetzt haben wir ihn schon. Selbst wenn wir sterben sollten, an den müssen wir nie wieder ran. Da kann ich rüber. Okay, soweit ist das hier eigentlich alles recht angenehm. Da hätte ich sogar runtergekonnt. Aber wir müssen es ja nicht übertreiben. Manchmal weiß ich nicht, ob ich einfach nicht drücke oder ob die Tastatur nicht reagiert. Ich hätte jetzt schwören können, dass ich gesprungen bin, aber gut. Wie gesagt, vielleicht habe ich einfach nicht richtig gedrückt. Ich will das nicht immer. Oh boy. Das war risky. Wir können natürlich auch einfach alles in der Luft spielen, ohne jemals den Boden zu berühren. The floor is lava. Aber komm mal, jetzt kommen wir richtig flott hier durch, weil ich es jetzt halt schon kenne. Okay. Das ist umso besser. Das war nicht so gut. Wow, 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 wow. Hier nochmal irgendwo eine Blume nach. Neue Blume. Das ist geil. Oh. Das ist jetzt natürlich auch gut. Den Orb haben wir, wie gesagt. Oh mein Gott. Das war aber ein Glückstreffer jetzt. Uff. Da ist meine Blume wieder. Und jetzt komme ich doch auch schon. Jetzt bin ich schon da, wo ich vorhin gestorben bin. Da ist er einfach nicht rausgesprungen vorhin. Weiß nicht warum. Bestimmt direkt vom. Natürlich direkt vom Exit. Oh, Midway. Aber jetzt haben wir kein Giftwasser mehr hier drin. Auch gut. Und der Baum ist jetzt viel größer, als er war, als wir ihn betreten haben. Ja, okay. So, und da muss ich irgendwie. Ist da ein P-Switch? Ach so, die sind ja hier rot, die Dinger. Ja, genau, da ist einer. Ich würde sagen, die sind ja hier rot und man muss hier ganz anders drücken. Ja, jetzt muss ich da halt einfach runter. Das ist jetzt nicht das Problem. Oh mein Gott. Das ist jetzt nicht das Problem gewesen. So, jetzt sind wir hier außen. Ah ja, gut, man könnte natürlich, okay, man kann natürlich sagen, der Baum geht einfach sehr viel höher. Ja, okay. Nur weil da Blätter sind, heißt es ja nicht, dass der Stamm aufhört. Ich habe nichts gesagt. Das ist sogar dann. Da muss man jetzt wieder sagen, ne? Ich habe erst gedacht, da habe ich eine kleine Logiklücke gefunden. Aber er hat dann sogar an sowas gedacht, indem er den Spieler da rausschickt. Huch. Oh mein Gott. Indem er den Spieler da einmal rausschickt und sagt, hier, guck mal.
Du gehst tatsächlich den Baum hoch und der Baum ist einfach größer. Ja, gut, 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 gut. Du hast mich mal wieder überzeugt, Stevie. So. Zack. Und hops. Blume. Blume. Jawohl. Wobei es mir gegen die Fuzzies eh nichts nützt. Ist einfach ein weiterer Hit, aber den kann ich sicherlich gebrauchen. So, ein Orb fehlt noch. Jetzt sind wir ganz oben, wahrscheinlich in der Baumkrone. Da bewegen sich jetzt komischerweise die Bäume allerdings nicht mehr. Das ist natürlich etwas merkwürdig, weil eigentlich müssten selbst die Bäume, also ich meine, sie sich unten hoch und runter bewegen, müssten sie das oben auch tun. Tun sie hier aber nicht mehr. Okay. Sehr schön. Zack, zack, zack. Und Midway... Was rede ich denn? Secret Exit Level, das wollte ich sagen. Wieso Midway? Fungigarten. Huch. Pilzer, hier gibt es ganz viele Pilze. Oha, da gibt es auch Gegnerpilze. Und das sind Sprungpilze. Überall Pilze. Pilzblöcke. Goomba-Pilze. Pilze, die hoch und runter fahren. Aber ist hier kein Ordner, ist einfach nur für so. Ist einfach nur für so. Und Pilze, die richtig fies und frech sind. Oh mein Gott, was sind das denn für Pilze? Oh mein. Mama. Oh, ich habe gerade den Stern. Das ist natürlich sehr gut. Der kommt genau richtig. Oh. Wohin gehen wir? Da hoch. Okay. Jetzt müssen wir warten. Nu! Aber warum? Warum blockierst du? Ich meine, selbst wenn man... Das verstehe ich nicht. Warum blockierst du hier den Weg, sodass man nicht weiter... Ich meine, man sieht ja, wo man hin muss. So, ich meine, wenn man... Selbst wenn man hier mit P-Switch weitergeht, ist das irgendwie... Macht das irgendwas einfacher? Oh mein Gott, bin ich blöd. Macht das irgendwas einfacher? Minimal, oder? Weil da muss man schon ganz schön lange warten, hier in dem Fall jetzt. Mist. Ist der durch ihn durchgesprungen? Hat er das richtig gesehen? Das ist ja unglaublich. Der ist doch einfach durch ihn durchgesprungen. So, jetzt brauchen wir den... Oh, Mist. Brauchen wir den nicht mehr. Und wir schmeißen den einmal hier. Yes! So, jetzt kann der mich mal. Sehr schön. Oh boy. Oh boy. Traue ich mich an den Block ran? Nein, ich gehe lieber weiter und hoffe auf Midway Point. Midway Point. Jawohl. Hat funktioniert. Ich glaube, ich wäre ziemlich sicher gestorben, wenn ich versucht hätte, an den Block zu kommen. Ich wäre ziemlich sicher gestorben. So. Wir müssen immer noch dran denken, es gibt hier einen... Den gibt es hier. Den Secret Exit. So, zack, zack, zack. Okay. Oh, was ist... Okay, hier komme ich jetzt nicht. Aber das ist verdächtig, das Ding. Aber der Goomba macht es schon mal nicht auf. Bräuchte eine Shell. Ja, die sind da drüben, cool. Aber vielleicht kriege ich noch eine auf dem Weg. Da ist eine Shell. Oh mein Gott, der springt. Wow, okay. Habe ich nicht drauf geachtet, dass es ein blauer Pilz ist. So. Ah. Ich nehme an, hier ist mein Secret Exit. Nice. Oh boy. Ja, da ist mein Secret Exit. Hui. Oh, das hätte fast schief gehen können. Sehr schön. Plom, plom, plom. Der hier hoch zu der Röhre führt. Dann gucken wir doch mal in die Röhre rein. Was wir da so haben. Oh, 2A. Bussy Business. Okay. Praktisch ein Zusatzlevel. Tötet mich das oder ist das Deko? Oh. Oh, und jetzt baut er Level ein,
baut er jetzt Level ein, die er für sein Bussy-Adventure-Dings hatte? Und man ist jetzt der Bussy? You just turned into a beetle. Well, I hope you can turn back into normal self again. Hey, maybe you can check out that cave and look for orbs. I'll wait here for you. Ist das jetzt die Steuerung von... Ja! Oh, oh nein! Das Ding kann klettern. Das ist anders als... what? Ja, Tatsache. Also das ist noch mehr... Das ist noch krasser als das andere. Kann der auch an der Wand? Nein, okay. Ach, das ist ja sick. Und cool. Und ich bin mit einem tot. Mist. Okay. Ah, man steigt aber direkt hier. Das ist auch cool. Das ist cool. Aber wie mache ich das jetzt hier? Das ist... das ist viel zu knapp. Da komme ich nicht ran. Ja gut, jetzt könnte ich das gerade schaffen, aber jetzt komme ich nicht hin rechtzeitig. Er hängt sich aber auch nicht an die Wand gerade, hä? Was mache ich falsch? Bin ich vielleicht... Also kann der mich treffen? Vielleicht kann ich treffen, wenn ich an der Wand hänge. Ich wüsste sonst nicht, wie die Stelle funktionieren soll mit dem Orb. Oh, wow. Okay, wir müssen ihn nur einmal holen, den Orb. Von daher passt die Geschichte. Man muss einfach nur sehr schnell sein. Wow. Interesting. Very interesting. Da ist der nächste. Da ist der nächste Orb, wollte ich sagen. Und war tot. So, aber den müssen wir nicht mehr holen hier drüben. Das ist sehr, sehr gut. Dudel, dudel, dudel. Dudel, dudel, dudel. Ups. So. So, wo sind wir gestorben? Ach ja, hier bin ich zu weit gesprungen oder sowas. Jetzt warten wir halt mal kurz. Ja, dreh um. Ja. So. Jetzt muss ich da zurück hoch oder was? Ach so. Ah, got it. Wow. Ich bin auch... Ich bin aber auch richtig dumm. Das hätte ich ja ganz anders spielen können. Ich bin ja... Ich habe das ja richtig falsch gemacht. Ich hätte mir einfach fallen lassen können an der einen Stelle. Ich kann von dem nicht abspringen, von der Wand. Nee. Nee, von der Wand kann ich, muss mich einfach fallen lassen. Gott, bin ich blöd. Na, jetzt noch nicht fallen. Oh mein Gott. Das war knapp. So. Müssen wir den Schalter wieder auslösen und warten. Safe then, sorry. So. Zack. Zack. Oh Gott, der ist so schwerfällig. Oh mein Gott. So, jetzt werde ich sicherlich sterben. Nein, ich habe den nicht mitgenommen. Das war nicht, was ich wollte. Der fällt so schnell. Nice. So, wir haben ihn und damit ist alles erledigt. Ja, das war, was ich meinte. Wir haben ihn. Ich muss das nicht mehr machen. So. Ja, cool.
Okay. Bup, 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 bup. Dupe, 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 dupe. Dupe, 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 dupe. Dupe, 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 dupe. Hier den Stern vorher auslösen wäre ziemlich nice. Dann könnte man die Viecher da erledigen und hätte Ruhe. Mit dieser Münze hier. Aber gut. Wird nicht ganz funktionieren. 12 Münzen bräuchten wir für einen Stern. Hier sind 8. Na. Der Dreischnisch. So. Ist auch wurscht. So, jetzt ist er alleine wieder. Und jetzt sollte ich eh nicht mehr runterfallen, eigentlich. Wenn ich mich nicht komplett dumm anstelle. Darf eigentlich nichts mehr passieren. Jo. Jo. Wenn ich mich jetzt an die Wand hänge, bin ich blöd. Ich muss runterfallen. Sofort! Das meinte ich. Exakt das meinte ich. Er hängt sich halt von selbst an die Wand. Das ist genau wie der Mario in Mario Maker, der... Ja, jetzt ist der Stern halt ein useless. Das ist genau wie der Mario Maker, Mario, der einfach sich an die Wand auch hängt, ohne dass das soll. Ha, das ist der Nachteil von Walljump-Geschichten. Das weiß ich auch nicht, wie man das als Ersteller besser machen soll. Würde mir auch nichts zu einfallen. Aber entweder du hast halt Walljump und dann hängen sich halt die Viecher an die Wand, wenn sie da sind. Oh, ich habe sie komplett aufgescreent. Auch nett. Oder du hast halt keinen Walljump. So, trotzdem ist das halt... Er fällt so schnell. Oh, der ist so schwer. Ich darf nicht zu weit nach links, ich darf aber auch nicht zu weit nach rechts. Ah, ist das doof. Wahrscheinlich könnte man es auch langsam angehen und an der Wand klettern oder so. Na, so rauf und runter. Vielleicht sollte ich das mal probieren. Weil er bleibt ja hängen. Dass ich einfach rauf und runter gehe und, keine Ahnung, mich freue. So. Oh, ich habe bei jedem kleinen Sprung echt Schiss, weil der so kleine Sprünge einfach macht. Der fällt so unglaublich schnell runter. So. Also hängen wir uns einfach mal an die Wand dran. Dafür ist sie ja da. Dann kann ich hier gechillt rauf und runter. Ah, oh, das ist so viel besser. Okay. Jetzt wäre fast in die andere Richtung gelaufen. Was war das denn? Please. So, jetzt muss ich aber schneller. Ah, okay. Hochlaufen ist natürlich ein bisschen langsamer. Ist aber klar. Ist auch logisch. Zack. Oh, was? Okay, ich habe mehr Zeit. Hätte ich jetzt gern einen Checkpoint lang. Ich springe erstmal hier rüber. Oh nein. Ist das. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ah, Leute, ich bin gerade ganz ehrlich. Für die Demo ist mir der Orb jetzt mal egal. Wir holen den Orb, dann werden wir das richtig spielen in ein paar Jahren. Ich wollte dem Gegner gerade ausweichen, aber es ist ja er hier. Puh. Wir sind wieder wir. Uff. Uff. Ah, ich möchte mal ganz kurz was testen. Sekunde, ich spule kurz zurück. Nicht wundern. Ah, nee, okay, da ist keine Röhre gewesen. Ich wollte gucken, ob ich zurückkomme. Dann hätte ich das als Mario holen können, das Orb-Ding. Aber nein, kann ich nicht. Boah, krass. Okay. Jetzt ist hier noch eine Röhre. Ah, ist das dann eine Verbindung zwischen Welten? Okay, nee, es ist hier. Okay. Dann geht's hier weiter.
nochmal in den Fungigarten. Jetzt haben wir den Secret Exit mitgenommen. Jetzt müssen wir nochmal von vorne spielen. Ja, okay. Aber sollte jetzt recht flott hier durchgehen, durch den Anfang. Kennen wir jetzt ja schon. Und wenn man Sachen schon kennt, gehen sie ein bisschen schneller. Normalerweise. Sollte das so sein. Ah, Mist. Ah, Mist. Das war dumm. Egal. So. Gib Pilze. Nein, den... Oh, wollte ich nicht auslösen. Jetzt muss ich warten. Aber wie gesagt, das Warten hier verstehe ich nicht. So, warum blockiert man hier den Weg? Was nützt es mir, wenn die Dinger hier Blöcke sind? Das nützt mir jetzt auch nicht so viel. Oh boy. So viel zu, wir kommen schnell durch. Ist der rote Koopa gerade beim Sterben zu einem grünen geworden? Das richtig gesehen. What the heck? Sniper hier einfach mal. Frech. So, diesmal lösen wir den nicht aus. Den nehmen wir jetzt aber mit. Für den da. Ich hab's drauf. Ich hab's richtig drauf, was das Werfen angeht. Seht mich an, wie ich's drauf habe. So. Oh nein! Oh, da ist jetzt nicht mal was Wichtiges drin. Ich brauch das nicht mal. Oh boy. Das heißt, es wäre damals sogar nicht mal zielführend gewesen. Okay, jetzt müssen wir nur nach dem letzten Orb gucken. Aber wir sind noch nicht an der Stelle, wo der Exit war. Also noch, da war der zweite Orb. Da war der Exit. Okay, also ab jetzt müssen wir nach dem dritten Orb schauen. Und überhaupt erstmal den Rest des Levels kennenlernen. Kennen wir ja noch gar nicht. So. Oh Gott, die habe ich nicht. Die hätte ich fast nicht gesehen, wenn sie. Was bist du? Du bist ein Mole. Du bist ein Mole. Du bist ein Mole. Okay. Und du läufst zu einem Orb. Ja, egal. Ich hab mir. Ist wieder ein Tod-Orb. Ein Orb-Tod, wollte ich sagen. Können wir machen. War blöd, aber egal. Na, das sind halt so Orbs. Man muss im Prinzip jetzt gar nicht die Challenge machen, die die erwartet wird, weil man halt einfach sich das Ding holen kann und sterben kann. Das, wie gesagt, der Nachteil für den Spieler. Schön mit dem gespeicherten Orb, den man nur einsammeln muss. Für den Ersteller ein bisschen frustrierend, weil man überhaupt nicht dann die Herausforderungen spielen muss, wie sie gedacht sind. So. Padabam. Das lief ja nicht so gut. Das schon eher. So. Jetzt kriege ich endlich mal wieder eine Blume. Sensationell. Ich hatte halt einfach keine Lust, die Blume zu behalten. Ne? Oh mein Gott, ey. Aber diesmal verliere ich den Pilz nicht. An der Stelle, wo ich den Orb holen wollte. Weil ich den Orb nicht mehr holen will. So. Und dann denke ich, sollte auch das Ende des Ziels gleich kommen. Reden ist heute auch schon so eine Sache, ne? Ich rede halt einen Stuss zusammen. Unglaublich. Gut. White the trees. Reiten wir noch die Bäumchen. Und dann beschließen wir den Part, denke ich mal. Und dann haben wir noch einen letzten Part von der Demo. Beim nächsten Mal. Ich denke, das wird noch ein kompletter Part werden. Oh, was macht der denn? Oh, der fährt von selber durch die Gegend. Ach so. Ich dachte, ich muss... Okay, ich dachte, ich steuere den indirekt. Hat sich so angefühlt. Aber war gar nicht so. Der fährt einfach von selbst durch die Gegend. Das ist schon besser. Damit komme ich klar. Es hat sich erst anders angefühlt, so dass ich das steuere.
Das wäre ungünstig gewesen. Oh mein Gott. Gib Orb. Danke. So, ersten Orb haben wir schon mal. Sehr schön. Auch da passt die Donkey Kong Musik erstaunlich gut dazu, muss man sagen. Weil das einfach so Gimmick-Level, da geht Donkey Kong Musik auch einfach immer. So, ich weiß nicht, ob ich das Ding offscreenen kann, deswegen gehe ich lieber nicht zu schnell nach vorne. Okay. Da ist nix. Die fahren einfach runter und sind weg, oder was? Okay. Oh boy. Okay. Das lief erstaunlich gut mit No-Hit. Whoops. Ich weiß gar nicht, ob ich auf den Spin jumpen. Wahrscheinlich ja. Normalerweise sollte es gehen. Midway Point, okay. Hier ist nichts mehr? Sicher? Okay. Und jetzt machen wir das Ganze noch in der Luft. Ich würde gerne die Röhre ausprobieren, aber das Problem ist... Ja. Ja, ich könnte mir denken, dass in der Röhre was drin ist. Ich weiß es aber nicht. Oh, das Ding bewegt sich schneller als diese andere kleine Röhre. Okay. Mehr Donkey Kong Musik. Okay. Jetzt konnte ich es mal kurz testen. Verlustfrei. Das hätte mich jetzt auch gewundert, wenn ich nicht halt drauf hätte Spin jumpen können. Aber es wäre auch möglich gewesen. Also, ja. Dass es grundsätzlich auf Fassies geht, Spin jumpen ist klar, aber es hätte ja hier jetzt für das Level vielleicht irgendwie anders sein können. Weil dann macht es diese Sache natürlich viel einfacher, denen auszuweichen, wenn ich auf die Spin jumpen kann. Was auch gut ist. Okay, da ist nichts drin. Oh boy! Die fahren da oben einfach weiter. Oh no. Ah, wo ist die zweite? Wir haben noch nicht mal den zweiten. Da ist der zweite Orb. Oh, das ist schon der dritte. Ich hoffe nicht. Wait, ach so. Nein! Ah, den habe ich jetzt noch nicht geholt. Das ist natürlich suboptimal. Dann kann ich jetzt aber die Röhre hier nochmal austesten. Okay, da ist nichts. Ich komme... Hä, ich konnte... Ach, das Ding ist nicht durchlässig von unten. Oh, das ist gut zu wissen. Aua. Das ist gut zu wissen. Das Ding ist nicht durchlässig. Oder ich kam zumindest gerade nicht mehr hoch. Weiß nicht, ob es an mir lag oder an dem Ding. Oh mein Gott. Möchte ich hier klein durch, offensichtlich. Ah, eigentlich nicht. Hops. Das war knapp. Passt aber. Ich muss nur auf die Fassis aufpassen, auf die Dreierreihe, die dann bis zum Pilz hinterherkommt. Das war nicht so cool. Oh mein Gott. Und die Bewegung ist schon so ein bisschen anders, weil jetzt die Röhren ja mitlaufen. Das macht schon nochmal einen Unterschied aus zu dem unteren Teil. Weil diese Röhren ja mitlaufen, so ein bisschen eben. So, die fahren jetzt bis zum Pilz hinterher. Aber diesmal nehme ich mir vorher den Pilz und lasse mich nicht treffen. Easy. So, jetzt kann auch nichts mehr passieren. Jetzt kann ich mir die Münze auf jeden Fall holen, den Orb auf jeden Fall holen. Selbst wenn ich hier getroffen werden soll, aber diesmal werde ich auch nicht getroffen. Okay. Cool. Ja, das ist jetzt... Nein, wir haben den dritten Orb verpasst. Das ist bestimmt irgendeine Röhre, die ich nicht weiß. Wait, kann ich? Okay, ich hatte gerade Angst, dass mir das Ding aufscreent. Ist zum Glück nicht passiert. Okay. Aber wie gesagt, Orbs, solange wir sie in der Demo nicht brauchen, lasse ich sie jetzt erstmal liegen. Und wir holen es uns dann, wenn es wirklich wichtig ist, 100% zu holen. Da ist das nächste Boss-Level. Arachnophobia. Gegen eine Spinne werden wir also beim nächsten Mal kämpfen. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Da war die Stimme weg.